Schaut mal, ich bin Jürg und heute geht's Eis auf den Deckel. Das ist auf jeden Fall mein Ziel für die heutige Episode, dass wir allen drei Gegnern so richtig Eis auf die Kappe geben und sie mit einer Niederlage heimschicken können. Ob das der Fall wird sein oder nicht, das erfährst du natürlich nur, wenn du die ganzen Matches anschaust bis zum Schluss. Wenn dir das Video ohne Skippen durchziehst, unterstützt du mich nicht nur extrem, sondern du verpasst auch nicht die geilsten Szenen. Die Action wird jetzt bald losgehen auf dem Eisfeld. Vorher kommt aber unsere Frage der Folge. Und zwar, was denkst du, welches Team wird am Schluss um den Abstieg kämpfen? Nicht mehr wunder, wer ihr da gesehen? Ich bin mir sicher, es wird nicht der HC Davos sein. Es wird schwer für den HCD, aber sie werden es nicht sein. Welches Team schlussendlich? Ich kann es wirklich noch nicht sagen. Ich habe noch absolut kein Bild. Und aus dem Grund nimmt es mir wirklich wunder, wie jetzt du das siehst. Schreib mir das jetzt unten in die Kommentare. So, und jetzt haben wir fertig gelabert. Wir starten rein mit der Action. Los geht's! Unser erster Gegner ist Fribourg-Gottero. Mit denen haben wir natürlich noch ein Hörnli zu rupfen. Beim letzten Mal haben sie uns ja geschlagen. Und das Mal schlagen wir sie. So, jetzt kommt Fribourg. Ganz, ganz gefährlich und geile Parade auf unserem Lindbeck. Fribourg setzt extremstens nah, aber wir können es auch finden. Und greifen jetzt selber an. Komm schon, Junge. Ach komm, wir schiessen einfach und wir schiessen nicht nur einfach so, sondern wir erzielen auch gerade Führung zum 1:0. Yes, perfekter Start. Und jetzt lassen wir richtig los. Zum richtig loslegen braucht man noch mehr Goal und da haben wir einen weiteren Versuch, der leider nicht erfolgreich ist. Zum Glück können wir Freiburg von unserem Goal weghalten und weiterhin angreifen. Da ist gerade die nächste Angriffswelle vom HC Davos, aber wieder einmal mehr nicht erfolgreich. Oh, jetzt kommt Fribourg wieder mal vorne, aber unser Goal ist auf Position. Schaffen wir es 2:0 im ersten Drittel? Nein, komm ab, prall raune, Mann, hey. Zweites Drittel, Fribourg greift gerade gefährlich an, sehr gefährlich. Und der Limbeck einmal mehr sicher zwischen den Pfosten. Oh yes, perfekter Pass da, komm, zack und rein. Nein, wieso schiesse ich so beschissen? Bulli-Goal ist in Coming! Nein, aber durch den Abpraller haben wir das zweite Goal können erzielen. Wir führen absolut verdient mit 2:0. Yes! 2:0, hammergeiles Resultat, aber auch verdammt gefährliches Resultat. Oh mein Gott, komm, geht rein! Ja! Wir müssen in Unterzahl spielen, die erste Minute ist perfekt gelaufen. Und da greifen sie aber perfekt an. Nicht nur so perfekt der Angriff, sondern auch der Abschluss. Absolut perfekt. Und somit ist nur noch 1:2 für den HC Davos. Scheiße, Mann, ich soll keine Strafen einfach mehr nehmen. Letzte paar Sekunden vom zweiten Drittel laufen. Wir können aber schiessen, aber wir treffen nur den Goal und den Abpraller kriegen wir auch nicht rein. Vielleicht jetzt nochmal. Nein, da ist Sirena, Mann, hey. Drittes und hoffentlich auch letztes Drittel, aber natürlich hoffentlich, weil wir gewinnen. Oh, schöne Parade. Nein, scheiße. Oh, nein. Das kann es doch nicht sein. Wieso gleichen sie jetzt aus? Ich habe mich doch konzentriert zum Verteidigen und es hat nichts gebracht. Da ist der Ausgleich 2:2. Scheiße, Mann, hey. Jetzt müssen wir wieder Goal her für den HC Davos. Bei denen läuft einer perfekt frei. Ja, weil es ist der Marc Wieser, der abdruckt, aber nur den Goalie trifft. Und der Abpraller, aber der zählt gerade nicht. Oder zählt er? Ich weiß es nicht. Wir werden es gerade gesehen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es zählt. Wir führen wieder 3:2. Yes. Dank einem Eigengoal von Fribourg führen wir. Und da dank dem Linkback weiterhin auch. Jetzt bauen wir unsere Führung aus mit einem Goal von uns. Mit einem Abprallgoal, auch nicht Metall. Und jetzt bauen wir richtig Druck auf. Und der Goalie pariert das. Aber schauen wir mal, wie die Scheibe läuft. Mit Glück. Aber wir kriegen sie nicht rein. Fribourg ohne Goalie greifen ganz gefährlich an. Und der Linkback pariert. Da haben wir uns die Scheibe geholt. Und jetzt gibt es einen Treffer ins Leere. Goal. Wir führen 4:2. Und das muss jetzt auch einfach gewesen sein. Und so ist es auch. Wir gewinnen somit mit 4:2 gegen Fribourg-Gottero. Perfekter Start in die Folge. Ich freue mich auf den zweiten Match und der startet jetzt. Und in dem zweiten Match erwartet uns Lausanne daheim in der Weilanderin. Das heisst, wir müssen unbedingt einen Heimsieg jetzt an uns holen. Jetzt müssen wir aber mal einen Angriff abwehren und der Limbeck macht das. Der nächste Angriff rollt gerade und wieder der Limbeck. Und jetzt der erste Angriff vom HC Davos mit dem noch nicht 1:0. Nächster HCD-Angriff wird jetzt erfolgreicher. Komm, Ablenker, Mann! Wir müssen wieder mal eine Strafe überstehen, aber jetzt können wir wenigstens mal angreifen und wir erzielen kein Goal. Oh nein, das sieht gar nicht gut aus. Das gefällt mir nicht, wenn ich das so angreifen kann, aber es gefällt mir, wenn der Limbeck so Paraden raushaut. Eine Strafe haben wir können überstehen, die zweite bisher auch, aber die drücken die los haben. Das ist nicht normal. Nicht normal ist auch der Safe vom Limbeck. Wir können einfach nicht so wirklich gefährliche Chance, aber wenigstens können wir immer wieder mal den Goalie dazu bringen, dass er muss die Scheibe festhalten und wir so mit einem Bulli-Goal können erzielen.
aber nein, wir schaffen nicht einmal das. 0-0 nach dem ersten Drittel. Sehen wir es positiv, wir haben keine Goal gesehen, aber das Negative ist, dass wir wieder in Unterzahl spielen und der an ihren Goalie einfach jeden Schuss pariert. Eine Strafe langt ja nicht. Wir müssen natürlich eine zweite kassieren. Ist ja klar, aber zum Glück sehen wir noch kein Goal. Schöner Check, komm, jetzt Führung. Komm, Führung gegen uns rein, Mann, hey. Jetzt können wir einmal Powerplay spielen. Wir gewinnen den Bulli-Pass über den Schuss aus der Dreieck und abprallen und 1-0. So schnell kann man ein Powerplay erfolgreich ausführen. Wir führen 1-0, yes. Wir brauchen aber unbedingt eine weitere Kiste. Und da machen wir sie gerade. Wir machen sie gerade, weil endlich mal so ein Querpass durchkommt. Der Schuss war auch schön. Und das heisst 2-0. Haha. Wieder einmal eine Strafe gegen uns angezeigt. Es ist nicht zum Glauben. Oh mein Gott, ey, jetzt! Sie müssen nicht einmal eine Strafe haben, um ein Goal zu erzielen. Nein, sie werden das einfach. Ich kann nicht reden. Scheiß drauf, wir haben einfach ein Goal kassiert. Fuck noch einmal! Oh, ich will wieder ein Goal. Wir brauchen wieder die 2-Tore-Führung. Oh, Fehler! Fehler! Ja! Wir haben einen Fehler können ausnutzen und holen uns die 2-Tore-Führung wieder zurück. Wir führen jetzt mit 3-1. Yes! Losen will noch den Anschlusstreffer erzielen im zweiten Drittel, aber der Limpek hat etwas dagegen. Limpek hält uns sehr gut mit seiner Parade im Spiel. Was macht dann die da? Zum Glück kein Goal, oder? Nein! Jetzt müssen wir da von hinten abdrucken und der Abpraller verwerten. Und das machen wir tatsächlich. Backhand wird der Abpraller verwertet zum 4-1. Manchmal kann es richtig einfach gehen. Und noch einfacher sollte sie als Goal in Überzahl erzielen. Wir gewinnen das Bulli. Wir machen da wieder einen Pass. Nochmal einen Pass. Nochmal ein Pass und Goal. Nein, Abpraller. Goal auch nicht. Ah, Mann. Das erste Powerplay sind wir gut. Das zweite Powerplay sind wir eigentlich scheiße. Aber egal. Auch da rappelt es wieder in der Kiste. Wir führen mit 5-1. Was für ein Torschützenfestival vom HC Davos. Trotz einer 5-1-Führung. Losang geht nicht auf und Limpek pariert wieder. Davos wieder mit einem Powerplay-Spiel. Wird das wieder erfolgreich? Komm, da! Nein, was ist für ein Scheiss-Schuss gsi? Scheißegal, wie schlecht der letzte Schuss war, denn wir gewinnen Match Nummer 2 gegen Lausanne mit 5-1. HC Davos zurück zur alten Stärke. Wir werden es erfahren im dritten und letzten Match. Und in dem dritten Match erwartet uns der EHC Biel, der hier gerade mit dem ersten Angriff kommen will. Und mit dem ersten Schuss, aber auch die erste Parade vom Limpek. Nach 6 Minuten erster Angriff für den HC Davos. Nein, aber eine Strafe hat es gegeben und somit können wir Powerplay spielen. Und das Powerplay werden wir jetzt doch gerade perfekt ausnutzen. Hey, wieder eine Strafe. 5 gegen 3, umso besser. Einzig perfekte Voraussetzungen, um in Führung zu gehen. Aber ihr seht, wie scheiße ich das mache und ihr Goalie da pariert. Mann, hey. Es braucht, wie es aussieht, dass Bulli geht. Bulli wird gewonnen, Schuss kommt aber am Goal vorbei. Hey, das gibt's doch nicht. Ich spiele doch Überzahl. Was soll das? Es wird Zeit, dass wir endlich in Führung gehen. Mann, hey! Oh mein Gott, hey! Was ist das für ein Save vom Limpek? Hey? Ach du Scheiße, was mache ich? Was mache ich? Ich kassiere jetzt 0-1. Hey. Wir hatten so ein gutes erstes Drittel gehabt, beziehungsweise wir hatten eine gute Chance gehabt, nicht genutzt. Und somit passiert, was passieren hat müssen. Biel kommt mit 0-1 im zweiten Drittel in Führung. Scheiße, Mann! Ich komme nicht mehr Führung. Hey, das ist nicht zum Glauben. Endlich sind wir wieder mal ein bisschen im Drittel vom Gegner und können abdrucken, aber einen Schuss machen. Hey, ich weiß nicht, was machen. Die spielen mich schwindelig zum Glück, aber noch nicht der Glimpack, der saved uns das. Was für eine Scheißleistung von uns im zweiten Drittel. Das muss jetzt auch hören. Letztes Drittel müssen wir uns um einiges steigern. Danke, Limpek. Wir haben es dem Limpek verdanken, dass wir nicht weiter hinten drin sind, weil vorne, ihr seht es, sind wir einfach nur scheiße. Es wird Zeit, dass der HC Davos aufwacht und mit dem Schuss klingelt es immer noch nicht da. Bitte, Korvik, wie wir das Bulli. Yes, und jetzt hier abdrucken. Nein. 0-2, ey. Biel geht mit 2 Goal jetzt in Führung. Wir haben nur noch 10 Minuten Zeit, um die 2 Kisten zu machen. Es ist nicht unmöglich. Ich gebe mir natürlich wieder mein Bestes für euch, um das noch auszugleichen. Es wird echt Zeit. Kommen, machen wir endlich eine Kiste. Aber der Paupe, oder wie der auch ausgesprochen wird, macht einfach jenste Saves. Das heisst, er muss mit einem Bulli-Goal bezwungen werden. Der Bulli ist gewonnen. Komm schon, er wird auch noch so nicht bezwungen. Jetzt muss es klingeln und ich spüre es, dass es nicht tut, natürlich. Noch 1 Minute für 2 Goal. Es ist nicht unmöglich. Aber meine Chancen auswerten ist einfach scheiße, Mann. Und jetzt gibt es das Goal ins leere Goal. Ja, da haben wir es 0-3.
3 für BLE. Wie bitter. Wir hätten das können gewinnen, aber im ersten Drittel haben wir unsere Chancen einfach nicht genutzt. Und nachher ist nur noch mehr bergab gegangen. Mann, ey. Holen wir uns aber noch den Ehrentreffer. Den haben wir doch uns verdient, oder? Nein, nicht einmal den. In dem Match hätte es einfach nicht wollen sein, dass er in der Vosa Kiste schiesst. Und somit verlieren wir den dritten Match mit 0 Zucker 3 gegen den EHC Biel. Auch wenn es eine Niederlage ist, hat mir der Match richtig viel Spass gemacht. Genauso natürlich wie die ersten beiden Matches auch. Wenn es auch dir gefallen hat, vergiss nicht, das Video entsprechend zu bewerten und es auch andere Leute könnte gefallen. Also teile das Video überall, wo es nur möglich ist. Denn wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich danke dir nochmal fürs Zuschauen. Hoffe, du hast einen Spass daran gehabt. Ich bin jetzt auf jeden Fall draußen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!